Willkommen zurück, Leute, zu Life is Strange, einer weiteren Folge. Und jetzt sollen wir Dinge suchen, um die Tür aufzukriegen. Findet Zucker, eine Dose Limo, Klebeband und Natriumchlorat. Da ich nicht Warren bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungsloser als vor. Ich glaube nicht, dass meine Tornado-Vision und der Schneefall verbunden sind, aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Das habe ich echt nötig. Ich traf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Ich liebe dieses Buch und es muss ich mir selbst kaufen. Natürlich stürmt Victoria und Taylor den Duschraum und hacken wegen dem Video auf der armen Kate rum und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf den Spiegel. Ich versuche nicht alles, was sie dann... Es ist alles alt. Ich will das gar nicht. Ich will... Unser neues Ziel, das stand da gerade aber auch. Also von daher alles gut. Was ist hier mit dem... Ah ja, hier, noch mehr Aufregung vorm Gebäude, belauschten wir Victoria und wie sie über mich lästerte, Schocker, und versuchte Mr. Jefferson zu erpressen, damit er ihr Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs wählt. Die spinnt komplett. Cool, wie Jefferson ihr sagt, sie soll sich verziehen, obwohl sie dafür den Rauswurf verdient hätte. Das hat Priorität nach dem, was mit Kate geschah. Ich verstehe Victoria einfach nicht, egal wie sehr ich es versuche. Sie ist schon recht reich, hübsch und eine gute Fotografin. Warum so viele Leute verletzen, um etwas zu manipulieren, das eh schon zu ihren Gunsten läuft? Ich hoffe nur, dass ich nicht das Gleiche mit meiner Kraft tue. Es ist absolut umwerfend, mitten in der Nacht in deine eigene Schule einzubrechen, obwohl Chloe recht hat. Wie kann es mit Schlüssel ein Einbruch sein, auch wenn der Schlüssel dem Sicherheitschef der Schule geklaut wurde? Egal, die Blackwood-Ninjas schlagen wieder zu. Das war das, was zuletzt passiert ist. Ja, ich, vielleicht könnte man das nochmal machen. Direktor Wells war sturzbetrunken. Er versuchte nicht mal es zu verstecken. Eigentlich war er besoffen viel cooler als nüchtern. Ich verstehe, warum er so verwirrt ist. Er muss sich mit Kates Familie, den Prescotts und David Madsen rumschlagen. Er behandelt mich immer noch wie eine Verdächtige, aber ich sehe, dass er unter einer Menge Druck steht. So sehr, dass er zu viel trinkt, um nachts seinen Schlüssel benutzen zu können. Klar war er im Weg, aber er konnte es nicht mit meiner Kraft zum Zurückspulen aufnehmen. Immerhin musste ich Chloe treffen, böse Max. Obwohl ich dachte, ich sei vom Ninja-Modus, erschreckte Chloe mich gewaltig, was mich echt nervte nach dem, was ich mitgemacht hatte. Manchmal ist sie echt unsensibel, was die Gefühle anderer angeht. Sie will all meine Aufmerksamkeit für sich und die Suche nach Rachel und spielt die beleidigte Lebewurst, wenn ich keine Zeit habe. Ich habe jede Menge Zeit, aber ich kann nicht lange sauer auf sie sein und sie war so aufgeregt, die Schlüssel zum Hauptgebäude zu haben. Ehrlich gesagt war ich das auch. Okay. Ja gut, dann belassen wir es dabei. Weiß jetzt nicht, was ich hier noch machen kann. Ja. Gut, ich belasse es mal dabei. Den Zucker haben wir. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Ja, wir wissen ja mittlerweile... Oh, sollen wir jetzt hier Mülleimer suchen? What do you know? Trash. Okay. Dann gucken wir mal weiter in die Räume, wo wir eigentlich auch schon drinne waren. Nothing in it. Was suchen wir denn im Müll? Weiß ich nicht. A long time ago, Nathan got smacked down. Nee, ich will jetzt nicht nochmal alles angucken. Besser wir gehen, Max, if you can't find sodium chloride in the science lab, give it up. So, dann gehen wir doch hier nochmal überall hin. Noch mehr Müll. Nothing here. Okay. Da nicht. Müll. Empty. Come on. Was suchen wir jetzt genau? Kates Schließfach. Ach nee, das können so wir... So glad you still have your locker. Ja, ja. Da, gehen wir da nochmal rein. Oh, jetzt müssen wir doch nochmal in die Räume rein. Wie blöd. Wäre ich mal vorher zu Chloe gegangen, aber nein. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chloride. Okay, Natriumchlorid. Irgendwo hier muss sowas doch sein, oder? Hm? Wissenschaftstisch. So sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Synthese, Verwendung, Natriumchlorat. Ist eine anorganische Verbindung, die üblicherweise als Unkrautvernichter eingesetzt wird. Toxisch für Menschen. Unkrautvernichter? Also müssen wir... Wo finden wir sowas am besten? No, this mixture doth not work. Mist.
Was? Ich kann die... Oh, ich kann die Note ändern. You deserve way more than this for taking on Nathan. But every little grade counts. Nein, 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 das will ich nicht. Das mache ich nicht. Ich ändere keine Note. Nee, das lasse ich dabei. Das ist so. Es ist so, wie es ist. Ändere keine Note. Das wäre heftig. Das wüsste dann auch vielleicht ja jemand. Wenn ich das jetzt einschalte, das bringt es auch nicht. Entschuldigung. Da, Unkrautvernichter. Hervorragend. Here's the sodium chloride box. Nimm. You know you're clumsy, Max. Dann nimm den Stuhl. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Jawohl. Was hätte mir denn da auch die... You're halfway home, Max. Was? Oh, Warren schreibt. Noch da? Hast du dich in die Luft gesprengt, Max? Noch nicht hier in der Luft, noch nicht hier in die Luft geflogen, noch nicht. Ich muss mich konzentrieren, melde mich später. Okay, cool. Finde Zucker, eine Dose Limo, Klebeband und Natriumchlor. Das heißt, wir brauchen jetzt noch die Dose Limo. Die suchen wir wahrscheinlich die ganze Zeit im Müll. Und das Klebeband. Klebeband, das ist doch bestimmt bei dem Schreibtischgedöns eher... Die Tür gegenüber ging die? Nein. Mist. Wir brauchen Müll. Dose Limo, Leute. Gross. Und? Aber keine Dose, oder was? Shit. Ich dachte, wenn die Kamera sich so schön ändert, haben wir vielleicht Glück. Ah, Mann. Da waren wir doch gerade drin, oder nicht? Ich denke immer, dass da eine Tür ist. Ich weiß nicht, warum. Ja, irgendwie fehlt uns noch ein Mülleimer oder sowas. Ich habe das Gefühl... Ah, hier. Okay, wunderbar. I have the can. Wuhu, und jetzt das Klebeband nur noch. Only one more ingredient left. Ja, wo ist das Klebeband, Leute? Das möchte ich doch jetzt gerne finden. Vor allem, wir waren doch da in dem einen Raum und dann waren wir aber auch... Da gegenüber irgendwie, da konnte man doch durchgehen. Sind wir doch da hingekommen. Gross. I hate that formalin smell. Periodensystem. Ich will Klebeband. Klebeband. Kannst du mal laufen? Oder nicht? So mit diesem Kameradings, der erinnert mich auch irgendwie so an Daylight. Das ist ja schon ewig her mit Daylight, aber... Nee, das ist einfach nur die andere Seite. Aber da kam man doch auch in einen Raum, oder nicht? Bin ich bescheuert? Ja, hier. Hier... Ja, hier wollte ich hin. This is like a scene in a horror film. Genau. Ist ja nämlich so ein Daylight mit dem, mit der, so... Und diesem schneller Laufen und... Ist da Klebeband? Klebeband, ich komme. Gefunden. Wuhu. I probably should find those items now. The tape is mine. Jetzt habe ich alles. Ja. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Ja, aber sie hat selber gesagt, gehabt, mach's leise, sonst wächst du alle Leute auf. Und jetzt bastelt sie eine Bombe à la MacGyver, oder? Und das soll keiner mitkriegen. Kann man ja mal machen. So. Schnell laufen wäre toll, aber will sie irgendwie nicht. Dann ab zurück zu Chloe. Die nochmal wo ist? Ich laufe hier schon wieder falsch, glaube ich. Da, ne? Ne, ich laufe wieder falsch. Ist schön. Chloe. Da, da ist sie. So, wie geht das jetzt? Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom. Literally. Yes! Time to blow shit up. If you'll light the candle. This is so cool. Boah, die sind so durch teilweise. Get ready to haul ass.
fucking cool! Oh. Oh, we are toast! Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department! So what should we do? Na, wir gehen da schnell rein. Ganz schnell gehen wir da rein. Und gehen natürlich an die wichtigen Dinge hier, was auch immer wichtig ist. Was suchen wir? Wir drehen natürlich die Zeit zurück. Ja, wir müssen die Zeit zurückdrehen. Ja, okay. Problem. Entsperren. If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fuck you, door. Das geht. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My okay, ja, so geht far. Natürlich, wenn sie nicht Man, zu weit see zurückspult. Where the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. Ja, gut, so geht's natürlich auch. Keiner hat's mitgekriegt. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. Ja, gut, wir sind drinne. Dann mal bitte einmal die Lampe an. Es ist so dunkel. Warren macht sich Sorgen. Hast du das Schloss gesprengt? Bomber Max? Oh bitte, ich wollte nur dein explosives Wissen testen und deine unglaubliche Kunst bestaunen. Was sie für einen Quatsch erzählt. Vielleicht erzählt sie ihm hinterher, was wirklich passiert ist. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Schülerinformation Kate Beverly Marsh. Durchschnitt 3,9. Kate Marsh ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Academy. Mit 3,9. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend, ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsstil ruhig. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern-Programm wurden von Keybay 7 News gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen von Schülern geleiteten Programm Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Direktor Wells. Als Krankenschwester der Akademie sollte ich Sie informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales oder physisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherzustellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße, Anne Marie Berenschi. Ach so, sie hatte also was erlitten und das wusste man sogar. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Vortex Clubs zeigt und ohne ihr Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Siehe angehängte Dokumente für Details. Das ist heftig. Only two more files to go. I certainly can't use this. Warum? I certainly can't use this. Wenn du meinst, können wir hier noch irgendwie noch mehr Licht anmachen? Was haben wir hier noch? Ein Looks Gemälde? Like an oil paintings bill. Awful. Look at this pile. Vielleicht eher genau. Okay, hier ist noch eine Akte. Das ist nicht das Richtige. Was haben wir hier? Weird. This asshole has a spotless record. Warum? Schülerinformation Nathan Joshua Prescott, Durchschnitt 3,7. Zusammenfassung. Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Arcadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie in der Blackwell Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells.
Not toll. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Süß. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Schülerinformation Rachel Dawn Amber, Durchschnitt 4,0, Aktualisierung. Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzüglichen akademischen Leistungen fortsetzen kann. Zusammenfassung. Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwell. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keine Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwells Angelpunkt verwirklichen wird. Direktor Wells. Dies ist LT Chris Rossi. Okay. LT. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel M. von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Arcadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all Ihre Hilfe. Polizei von Arcadia Bay. Okay. Man, das ist krass. I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Schülerinformation Chloe Elizabeth Price. Durchschnitt 1,7. Zusammenfassung. Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegende Einrichtung. Aktualisierung. Chloe Price nicht länger eine Schülerin Blackwells. Siehe Polizeibericht im Anhang. Okay. Dann haben wir ja alles, oder? I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Vielleicht gibt es ja doch noch aber irgendwas anderes hier. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. Wahrscheinlich. Irgendwie muss der das Ganze ja auch ertragen. Lassen wir die Lampe. Nein, wir machen die Lampe wieder aus. Besser ist, die war ja auch aus, als wir reinkamen. Wir wollen ja eigentlich nichts hinterlassen. Ich finde ihn ganz cool. If I would have signed the petition, I could have made the difference. Liebe Miss Grant, als Direktor Blackwells ist es meine traurige und bedauerliche Pflicht, Sie zu informieren, dass Ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, nur einige wenige Unterschriften fehlten. Unsere Richtlinien untersagen, dass ich in dieser Angelegenheit Partei ergreife, da wir Fakultät und Schülerschaft dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzuhaben. Ich erkenne die kontroverse Natur dieser Kameras und möchte Ihnen versichern, dass sie mit der größten Rücksicht auf die Privatsphäre angebracht werden. Danke für Ihr Engagement und Ihre Inspiration für Blackwells Schüler, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat Ihrer Petition ermutigt Sie nicht. Wir sind stolz auf unsere Schüler. Herzlich, Direktor Wells. Ja, das war die Petition. Das ist wahrscheinlich dann die Konsequenz, die wir jetzt tragen müssen, dafür, dass ich die Petition nicht unterschrieben habe. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Warum? Direktor Wells. In Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigungen gegen meinen Sohn und seiner Suspendierung erscheint es mir, als sollte meine großzügige Zuwendung an die Blackwell Academy auch suspendiert werden. Natürlich lässt sich die Situation bereinigen, sobald Nathans Suspendierung mitsamt einer schriftlichen Entschuldigung aufgehoben ist. Zugegebenermaßen gibt das tragische Ereignis bezüglich Miss Marsh Ihnen zu denken, aber ich weise Sie darauf hin, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpack-Mentalität der Blackwell Academy widerspricht. Ich erwarte, dass Sie Ihre Entscheidung nochmals überdenken und zu derselben offensichtlichen Schlussfolgerung kommen. Danke, Sean Prescott. Und den anderen Brief, das hatten wir ja schon. Dann reden wir jetzt nochmal eben mit Chloe. Es sei denn, wir haben hier irgendwas übersehen, aber ich glaube nicht. Wir reden mit Chloe. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus. And my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign.
Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Oh, ich will die Entscheidung treffen. Nein. Ich weiß schon, was auf uns zukommt. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Geld stehlen. Geld liegen lassen. Ah, ich weiß nicht, was ich entscheiden soll. Huhu. Fiese, fiese Entscheidung. Ach, immer dieser Schatten hier vor meiner Lampe. Geld liegen lassen, Geld stehlen. Ich befürchte ja, wenn wir das Geld liegen lassen, dass wir zwar eine gute Tat dann machen, da das Geld ja auch eh nicht uns gehört, und dann bestimmt dieser Typ uns auf jeden Fall begegnet und sagt, ey, ich will meine Kohle und wir haben sie nicht. Dann wird es wahrscheinlich knifflig, aber spannend. Oder wir lassen das Geld... Ja, wir lassen das Geld liegen, dann kommt er. Oder wir nehmen das Geld. Was könnte da die Konsequenz sein? Lass mal natürlich merken, dass jemand im Büro war und das Geld gestohlen hat und wir uns scheiße fühlen. Ich lasse das Geld liegen. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. I know that money would have helped Chloe and me. Das Geld hätte helfen können, durchaus. Ich bleibe aber bei meiner Entscheidung, gehe das Risiko ein, dass wir Ärger kriegen. Aber mal abgesehen davon, wie gesagt, dass wir einfach eingebrochen sind und es halt nicht unser Geld ist und das eine Menge Geld ist, was wir da stehlen, ist es dann auch noch Geld von aus der Behindertenkasse. Also ich meine, so arschig möchte ich dann auch irgendwie nicht sein, dass wir denen das vorenthalten. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Ja, gut. Okay, machen wir den Computer aus? Können wir da noch irgendwas machen, oder? Achso, jetzt können wir uns nochmal angucken. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Miss Prescott, wir bedauern Sie darüber zu informieren, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnungen und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Hoydas Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, den 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwoods Kapazitäten hinausgeht.
Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass Sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren, ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Bitte beziehen Sie sich für einen vollständigen Bericht auf die angehängten Dokumente. Aktualisierung, gelöschter Bericht. Sehr geehrter Director Wills, wir hielten einen recht unverschämten und möglicherweise verlorenen Brief von jemandem aus der Verwaltung, der Nathan uncharakteristischer, unberechenbarer Verhaltensmuster beschuldigt. Wir sind sicher, dass es sich um ein Versehen handelt. Andernfalls fürchten wir, dass Nathan von Blackwell eine angesehene und besser finanzierte Schule wechseln muss. Bitte antworten Sie mit einer beigefügten Löschung des disziplinarischen Berichts. Und dann wurde der gelöscht. So ein Scheiß. Blackwell Academy, Vorfallsbericht, Nathan Prescott. Folgendes ist eine Liste gemeldeter Vorfälle, die Nathan Prescott betreffen. Es scheint ein Muster an Ausbrüchen und Konfrontationen gefolgt von Reue zu geben. Wir empfehlen, dass seine Eltern ihn aus der Schule nehmen und ihn psychologisch betreuen lassen. Einen Tisch im Unterricht geworfen, seinen Englischlehrer beschimpft, Feuerwerk in den Toiletten gezündet, Schulmaterial gestohlen, die Schulverwaltung bedroht, versuchter Diebstahl der Campusstatue Tobanga. Alter... David Madsen und Nathan Preston sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier Mr. Madsen Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. Im Angesicht von Rachels vorbildlichem Status sagte ich David, dass ich konkretere Beweise benötige und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Madsen folge und fotografiere sie. David streitet dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben soll. Das werden wir wohl noch irgendwie aufklären, Leute, aber erst in den nächsten Parts von Life is Strange. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verlasse dann fürs nächste Mal die Schule und mal gucken, was uns dann weiterhin so alles passieren wird und welche Entscheidungen wir treffen und wie oft wir die Zeit noch zurückdrehen werden und es bereuen, was wir gesagt und getan haben. Leute, vielen Dank und bis dann.